Los, erst die Schwellen abladen und dann Mittag. Und Schweinekartoffeln. Ach, dann bloß nicht den Prinzen zu Hause, fest dein Kind aus dem Fenster. Du musst deine Fuhre machen, du kannst nachher essen. Ich hab jetzt Mittag. Genau wie ihr. Dann müssen wir nachher so lange feiern, ehe du wieder da bist. Warum nagelt ihr nicht in der Zwischenzeit die Schwellen, die ich gebracht habe? Weil keine Nägel da sind. Du hast ja keine mitgebracht. Ich wollte ja. Aber die im Lager haben gesagt, es sind welche da. Die wissen es eben besser. Die haben in der Nacht hier nicht nur die Schienen weggeschleppt. Dann auch noch die Nägel geklaut, die noch da waren. Und du weißt das. Aber du bist auch eins von diesen verkappten Schweinen. Das merke ich jetzt. Was willst du? Ich hab's denen gesagt. Ich war ja nicht das erste Maschinen. Aber die wissen's besser. Und jetzt habe ich Mittagspause. Das hat nichts mit verkappt zu tun. Am Ende bin ich noch schuld, dass sie hier Schienen klauen und die Bahn nicht fertig wird. Komm mir bloß nicht so. Mich kotzt das ganze Theater auf dieser Baustelle sowieso schon an. Aber wir werden hier so kommen. Habe ich doch dieses Schwein nicht dazu rumgekriegt, nochmal zurückzufahren? Diese paar Lumpiennägel zu holen? Sperr deine Horchlöffel mal ein bisschen auf. Diese Bahnlinie wird fertig. Und zwar bald. So wahr ich Sanita heiße. Moment mal. Höchste Zeit, dass ihr da seid. Ihr solltet schon gestern kommen. Mein Chauffeur hatte gestern Ausgang. Hier die Namensliste. Ich heiße Ulrich Banz. Und ich bin Sanita. Euer Rottenmeister. Da drüben in dem großen Zelt. Und der Heilgehilfe. Lasst euch von dem Decken, Zeltplan und alles Übrige geben. Na los, ab. Hey, Banz, Moment mal. Für dich ist noch Platz in dem kleinen Zelt. Da, bei Rudek. Der ist in Ordnung. Auf den kannst du dich verlassen. Bin richtig froh, dass einer aus dem Altreich kommt. Bei diesem Beutegermann, da weißt du doch nie, woran du bist. Was hast du denn vorher gemacht? Baugruppe 7, Prag. Ah, Prag. Goldene Stadt, ja. Warum hast du den Posten nicht gehalten? Mein Arzt hat mir Waldorf dann Ruhe verordnet. Ruhe? Na ja, ist ja auch eine ausgesprochen friedliche Gegend hier. Partisanen? Mensch, mehr als Bäume im Walde. Wiedersehen. Morgen bringe ich wieder Gemüse. Ja, wiedersehen. Sanita freut sich schon auf deine Kürbisse. Heil dich heute ein bisschen mit deinem Negerschweiß. Vormittags ist Schießübung. Was denn? Sollen wir nebenbei noch Soldat spielen? Es wird Zeit, dass ihr lahmen Säcke etwas in Schwung kommt. Ab morgen geht mir jeder Deutsche mit einem Gewehr zur Arbeit. Arsch mit Ohren. Hast du die Absicht, auf die Polen zu schießen? Man müsste die Knarre in den nächsten Bach schmeißen. 700. So ein Gewehr kann nützlich sein. Bein an die Erde, du Matschpflaume. Fahrkarte! Na du, Kolben fest anziehen. Gott verdammt ich. Müssen wir doch noch einen Koppel anschaffen. Hoch! Hoch! Ihr stellt jetzt überall Posten auf. Und wenn jemand aus dem Wald auftaucht,
Wie verständigt ihr euch? Abteilung! Wir schießen. Manchmal kommen unsere Leute in der Nacht aus Seibusch zurück. Dann sind sie voll wie die Haubitzen. Was ist, wenn ihr auf die schießt? Dann sind sie tot. Aha. Ihr wird jetzt durchgegriffen, damit eure Bahn endlich fertig wird. Und oben in der Mine auch. Was ist an der Mine? Alles Mögliche. Zerschnittene Reifen, brennendes Grubenholz, ausgeräumte Magazine. Sogar eine Explosion in der Förderanlage. Wir werden es Ihnen zeigen, dass Sie nach Vater und Mutter schreien. Hast du nicht eine Hugo für mich? Nee. Rudek! Rudek! Hör auf! Du sollst ins Lager kommen! Der heilige Hilfe hat Sehnsucht nach dir! Was will der? Du sollst auf sein Waffenlager aufpassen! Warum passt du denn nicht auf? Man hat zu dir Vertrauen. Im Übrigen, Samita liegt im Krankenhaus. Er hat's also überlebt. So? Stehst du zu deinen Worten von gestern Abend? Ja. Kommt er bald raus? Ich weiß nicht. Wir sprechen nach Feierabend darüber. Ich will mich früher bloß mal mit Sanita unterhalten. Dann habe ich Zeit, so viel du willst. Rudek, lass den beschissenen Sanita laufen. Der ist nicht die Mühe wert, sage ich dir. Für dich vielleicht nicht. Was soll ich? Du brauchst bloß hier zu bleiben. Die Gewehre liegen im Zelt, wir haben dafür unterschrieben. Was ist mit Sanita los? Erst dachten sie, es wäre Schädelbruch, dann Gehirnerschütterung. Jetzt soll er nur noch Kopfschmerzen haben. Viel Spaß in der schönen Stadt Seibusch. Schöne Stadt Seibusch, du meine Fresse, dich dürfen wir auch nicht mehr lange in der Sonne arbeiten lassen. Sie sollen sich beeilen. Ich muss noch anklemmen und die Sicherung rausziehen. Die Ladung geht hoch, wenn das Licht ausgeht. Und wenn sie nicht weggehen, was dann? Mach keine Panik. Wo hast du denn wieder besoffen rumgelegen? Wo hier alles drunter und drüber geht? Was geht runter und drüber? Himmelarsch! Die Polen sind getürmt! Munition ist verschwunden! Wir sollen die Bahnlinie bewachen, aber ihr habt nichts im Kopf, als die Gegend hier abzuhuren! Heute Nacht ist Großeinsatz! Los, hol dein Gewehr! Großeinsatz? Wie damals in Pless? Und dann ein Mädchen vergewaltigen? Bist du verrückt? Ich schlage dich tot. Ich schlage dich tot, weil das Mädchen es nicht geschafft hat. Du polnischer Hund. Das ist doch im Lager. Mensch, Meier, jetzt wird's höchste Eisenbahn.
Also hier oben ist der Wald. Und da war die Strecke. Was heißt wahr? Jetzt ist da ein Bergrutsch. Ich muss versuchen, von der Baustelle aus die Spur zu verfolgen. Dann werden wir sehen, in welches Dorf Sie sich gewandt haben. Die gehen nicht in die Dörfer. Hier sind Sie hergekommen und da gehen Sie auch wieder hin. Das ist so voll vom Partisan, dass sich nicht einmal die SS hineingetraut hat. Haben Sie irgendwelche Verbindungen zwischen Ihren Leuten und den Polen festgestellt? Der Sanitar hat mit dem Gemüsemädchen geschlafen. Quatschkopf. Zwei von unseren Leuten sind verschwunden. Der eine war für die Waffen verantwortlich.